Haha. Ich habe hier ein neues Benachrichtigung bekommen, dass ein Video hochgeladen wurde. Und was gibt es Besseres, als darauf zu reacten? Wir schaffen einen neuen Trend wir schaffen einen neuen Trend, Unlimited User. Und da gucken wir einfach mal rein. Ich halte hier kurz an. Mach es ein bisschen größer. Sound sollte gut sein. Schauen wir mal rein. Das ist der Peter Reven. Den erkenne ich sofort. Hier an den Pickeln erkennt man ihn ganz gut. Ansonsten an gar nichts. Ah, jetzt ist er oben. Das ist gut, dass ich hier unten habe, meine Kamera. Was passiert jetzt? Macht er auch ein Video auf? Okay. Geht er wieder weg? Hätte man auch schneiden können, ehrlich gesagt. Apecrime reagiert auf Leon Machias Disreaction. Steht links oben. Moment, jetzt sagt er was. Es gehen. War bei mir nichts. Und bei dir? Apecrime reagiert auf Leon Machias Disreaktion. Habe ich Da schon sind wir wieder beim vorgelesen. Feinsten. Reaktion auf Reaktion. Was mache ich? Ich reagiere auf die Apecrime-Reaktion, wie Apecrime reagiert, wie Leon Mascher auf seine Diss-Tracks reagiert. Krass, ey. Wie kann man denn auf Und sowas alles ich fordere reagieren? die UUs auf dieses Video zu reagieren. Als hätte ich es gewusst, ey. Und Geil. immer so weiter. Krass. Okay? Gut, ihr versteht es, wie ich es meine. Also sollten wir besser mal anfangen, denn die Kamera zeigt mir schon an, dass der Speicherplatz sehr gering ist. So, mal schauen, was mich jetzt hier erwartet. Okay, an der Stelle mache ich kurz Pause, weil, nee, ich mach doch weiter. Na, Crunchyroll, die beste Entscheidung meines Lebens. Hallo, liebe Freunde, willkommen bei Welcome TV, dem immer noch besten Kanal auf YouTube. Ich glaube nicht. Moment, Moment, wie will er denn nicht wissen, dass das der beste Kanal auf YouTube ist? Also, ich finde ein bisschen dreist, wie Revan da reagiert. Also, ich meine, wir sind jetzt auch nicht der größte Kanal und ich weiß nicht. Bin da nicht seine Ansicht, was auch immer der da machen möchte. Wegen, nee, ist nicht der größte Kanal. Also, bisschen abgehoben, der junge Mann. Eben gerade haben wir ein Video gedreht und währenddessen hat André so ein anderes Video Ihr gemacht. So, als wir kurz müsst aber auch so übertrieben reacten. gesehen, Also. Leon. Ey, ich hasse das, wenn Leute anderen Leuten sagen, dass sie übertrieben reacten sollen. Ey, da krieg ich so einen Hals, krieg ich da so einen Hals. Ey, wie dumm kann man eigentlich sein, wirklich? Weißt du, rotes Shirt an, passt sich dem Hintergrund nicht an und es ist halt einfach dämlich. Also ich meine, klar, man reactet, wie man reactet, man ist halt ein normaler Mensch einfach. Und das jetzt irgendwie die anderen Leute zu sagen, dass sie übertrieben reacten sollen, ist halt wirklich dumm, 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 dumm. Kann ich nicht verstehen. Tut mir leid, wirklich. Sorry. Kann ich nicht verstehen. Ich mache jetzt weiter. Über. Reagiert auf Diss-Tracks. Leon Macari, der mag Scherben, der reagiert auf Oh. Diss-Tracks. André. Die Hände klatschen, obwohl keiner da ist. Dumm. Er Wir mag standen da Scheren. drin, also haben so ein bisschen geskippt Ich und wir wusste sind gar da nicht, auch dass wir da drin. drin sind. Und dann habe ich direkt gesagt, nee, nee, mach Stopp, lass mal darauf reacten. Ihr seht es schon da. Ganz, ganz große Klasse. Fährt sich durch die Haare, wenn der junge Mann da im Video sich auch durch die Haare fährt. Also gut reagiert. Muss ich mal klatschen. Wirklich. Und wir Das sehen wird jetzt jetzt die ein Live-Reaktion. Wir reagieren auf, Leon Mascher reagiert auf. Wir packen einfach noch eine Schippe drauf. Ja, Ich wir reagieren reagiere rein. Ja, auf. schauen wir mal erstmal über die Apecrime reagiert auf. Leon Mascher reagiert auf. Ja, ich reagiere auf, reagiere auf, reagiere auf. Und ich reagiere gleich richtig auf, wenn er weiter in diesem Video redet, anstatt es kurz anzuhalten. Also ich meine, so viel Zeit muss ja wohl sein. Spaß. Diss-Tracks. Ich pack noch mal eine Schippe drauf. Eigene Zerstörung. Nicht so die auf seiner Seite, die Leute. Wir wollen jetzt aber Jengis hat eine nicht ganz interessante die Art, sich an der Nase zu jucken.
Finde ich cool. An der Stelle muss ich auch nochmal wieder anhalten. Es heißt nicht an der Nase zu jucken, es heißt an der Nase zu kratzen. Es juckt an der Nase und dann kratzt man halt. So ist das. Oder festigte Hand oder sonst was. Aber man juckt sich nicht. Das, also, Herr Revan, da müssen wir nochmal ein ernstes Wort drüber reden. Ernsthaft. Dieser Mimi! Okay. Das ist kein Warm-up. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, let's go. Also ich freue mich schon so ein bisschen, ne? Das war immer noch kein Statement, sondern zwei Minuten Schämen. Verschwendung meines Lebens, ich versenke jetzt mein Penis, du hast da... Was war das für eine Bewegung gerade? Also ganz ehrlich, dumm. Ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Ein verkürzter Masterplan. Ich will mir das geben, aber der... Digga, der Song ist so... Ey, die Stimme ist so scheiße, ich kann mir den Song nicht geben, Mann. 6 Minuten 20 mit so einer Katastrophenstimme, das kann ich nicht. Nein. Vielleicht ich war in Weimar. Bei deinem Auftritt, Leon. Das. Nobody fucking cares. Ganz ehrlich, Peter Revan, nobody fucking cares. Du hast, was heißt du, 100 Abonnenten? Nicht mal. Also, ganz ehrlich, halt einfach deine Fresse, Peter Revan. Halt einfach deine Fresse, ganz ehrlich. Könnte man sich nicht geben. Ach scheiße, ich muss ja da aufregen. Jetzt kommt der nächste. Oh, warte, warte. Warte! 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 Das müsst ihr auch machen, irgendwann. Oh, jetzt hat er endlich herausgefunden, dass man Pause drücken kann. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann ist das Video dann ganz lange. Da war ein Soundfehler. Zu unserer Stelle oder ja, wo? Zu unserer... Ja, warte, das war jetzt der Jump Cut. Okay. Zu unserer Stelle. Wunderschönen blauen Gaumen. Ich hab 5 Sekunden davon gesehen. Jetzt kommt der nächste. Ape Crime. Der nächste. Ape Crime. Revan, ganz ehrlich, nobody cares. Crime. Kannst du bitte einfach auf die Ape Crime Leute reagieren und nicht auf Leon Mascher? Das haben wir jetzt halt schon 10 Mal gesehen. Wirklich. Ich hoffe, du lernst es irgendwann. Schauen, was da kommt. Ich bin mal gespannt. Die Apes, wir waren damals mal dicke. Die sieht bestimmt jetzt das Video. Na, Jenkins ist immer noch dick. Hat er nicht ernsthaft gemacht, diesen Witz, oder? Also ich meine, du bist jetzt auch nicht gerade der Schlankste, ne? Und du kannst da wirklich mal auch einfach mal eine Scheibe von dir selber abschneiden. Du hast ja genug Fett. Eins deiner Doppelkins könntest du ja wohl mal abgeben und einfach mal diese Witze, diese Fat-Shaming-Sachen einfach lassen. Also an der Stelle würde ich dich am liebsten rauspiepen oder einfach irgendwie meine Cam über deine setzen oder so. Sowas vielleicht, keine Ahnung. Aber das, also sowas in Zukunft einfach sein lassen. Also da muss ich an der Stelle auch einfach mal sagen, nee, sowas macht man nicht. Sowas macht man einfach nicht. Dicke. Genau, du weißt Bescheid. Ich tu mal jetzt Play. Leon mag Schere. Weißt du Bescheid? Wer ist dieser Leon mag Scheres? Leon mag Scheres? Der Blick ist schon mal sehr ernst. Der ist ernst. Der Blick ist schon mal sehr ernst. Scheiße, ich muss darauf reagieren. Fuck, ich guck die ganze Zeit. Ja, weil du dumm bist. Ich hab's doch schon gesagt. Deshalb hast du auch keine Abonnenten, deshalb hast du keine Freunde, deshalb hast du im Hintergrund kein Bild hängen. So sieht's aus. Dumm, dumm, dumm. Da unten hin, weil das Video habe ich auch nur halb gesehen. Jetzt gucke ich das. Uah! Ich kann auch einen ernsten Blick. Das ist kein ernster Blick, das ist Schauspieler gekünstelt. Da würde ich eher einen Jendel Grabe anrufen, dass der mir was einen ernsten Blick zuwirft. Aber das ist Kinderkacke. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner hier. Weil ich bin hier nicht so wichtig. Ich mache mich mal klein hier hin. Das sieht dann noch witziger aus. Aus Gründen. Was hier losgeht, hast du schon mal gut gemacht. Hast du gut gemacht. Finde ich gut. Hast du nicht gut gemacht. Ganz ehrlich, einen ernsten Blick kannst du noch mal üben. Okay.
Ich überlege gerade, wo ich mich hier hinpacke. Was denkst du, wer du bist, Junge? Ich fick dich, du kleiner Faker. Leon Marchiere setze neue Maßstäbe. Das ist das Ende deiner Karriere, Junge. Rappe gerade deine Grabrede. Wenn ich dich dann irgendwann im Park sehe, tu mir wirklich leid, wenn ich dir dann nochmal zu nahe trete. Oh Gott, Digga, das Ding ist, ich hab mir das echt gerade zum ersten Mal reingezogen, Freunde. Ich hab mir das echt gerade zum ersten Mal... Ich hab's auch schon auf der Startseite. Er reagiert halt wieder auf Leon Marchiere anstatt auf die Ape Crimes. Ich verstehe nicht, was mit dem Jungen falsch läuft. Ganz ehrlich, lösch dich einfach. Lösch dich. Lösch dich. Jetzt mache ich es schon kleiner hier, wegen dir. Ich bin zum ersten Mal reingezogen. Ich hab's nicht gefunden, da war ich zu faul. Und jetzt habe ich es mir zum ersten Mal reingezogen. Das war, glaube ich, anregend. Ich war zu faul auf das Video zu. Scheiße, ich muss darauf reagieren. Also, war lustig. Kann man warten. Ja, viele fragen sich, warum ich Ape-Crime disse. Ganz einfach, damals waren wir mal echt cool. Ich war mit Jungs cool. Ja, du warst mal cool. Nee. Er reagiert halt. Also ich laber jetzt hier rein, weil dieses Video ist einfach nur langweilig und öde. Und seine Reaktion ist halt scheiße. Und er reagiert halt wieder auf Leon. Ist es aber nicht dazu gekommen und die haben halt hinter meinen Rücken eine Aktion durchgezogen, was gar nicht geht. Und deswegen bin ich echt enttäuscht. Ging gar nicht. Deswegen habe ich halt diesen District rausgehauen, weil... Was ist da umgefallen? Irgendwas ist da umgefallen. Jetzt müssen wir auch was runterwerfen, weil es sonst nicht lustig ist. Also der Gag ist mit dem Runterfallen lassen ist richtig öde. Der mit der Glatze, als ob der so nicht weiß, wie ich heiße. Naja, yo, ihr seid schuld daran. Weißt du, diese Fake-Lache jedes Mal. Ey. Lach oder lach halt nicht. Aber dieses gestellte Scheiße, ganz ehrlich, lösch dich einfach. Reven, du hast keine Abonnenten, du hast keine Freunde. Mach irgendwas aus deinem Leben, aber nicht das. Ich weiß nicht, reagier auf 11. September, 20 Jahre oder sonst was, aber sowas. Oh, als ob das so wäre. Ja, das habe ich gar nicht gecheckt alles. Alter, hat der mal seine Hand unter Kontrolle? Geh ich waschen? Ja, warum denn? Ach so, das. Jetzt diss ich die schon. Und du kannst es auf jeden Fall nicht machen. Also Leon Marchiere sehe ich ja noch. Ne? Also der Junge, der hat ja was Wings drauf. Der ist halt ein Pranker. Ape Crime ist halt scheiße, aber du darfst auf jeden Fall niemanden irgendwie dissen, weil dein Kanal ist halt Witz. Ganz ehrlich. Wenn ich auf deine Abozahlen gucke, muss ich lachen. Da muss ich... Weiter geht's. Reagieren die auf uns? Yo, kann ich einfach vorbeikommen? Dieses die ganze Zeit nachstellen. Yo, kann ich einfach vorbeikommen? Ey, so reagiert ein Kleinkind. Bist du ein Kleinkind? Ja, bist ein Kleinkind. Okay, mach weiter. Einfach fragen, yo, kann ich vorbeikommen? Bla bla bla. Ich gucke die ganze Zeit auf das Bild. Ich muss ja eigentlich da reingucken. Direkt ins Objektiv. Kann Mimi vorbeikommen? Als Gast einfach. Ja, als Gast, genau. Hatten wir ja voll viel Rede und so weiter. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er gerade versucht, die per Telepathie zu töten oder so, aber dieser Blick ist halt einfach dieses... Leon, erzähl uns das nochmal, bitte. Wir können dir nicht folgen ganz. Was hat Schenkes verbrochen? Wir hatten so das Gefühl... Ape Crime, erzählt uns das dann bitte. André, wir haben dich schon auf unserem Kanal. Wer von denen ist André? Sorry, dass ich hier irgendwie den Überblick verpasse, aber wer ist wer? Kurz. Ganz dunkel. Aber wenn du das nächste Mal in irgendeinem Club bist, kannst du gerne mal den Malte mal berichten, was ist eigentlich da geschehen. Es hätte eine schöne Partnerschaft werden können. Wovon redet er? Ja, wir waren dicke. Wir waren richtig dicke. Die ganze Geschichte, was hat Jenkins gemacht? Da kannst du auch einen krassen Titel zu nehmen. Wenn ich etwas verbrochen habe, was irgendwen verletzt hat oder so, es tut mir leid, da entschuldige ich mich jetzt schon mal. Er guckt schon wieder wie so ein Fisch. Entschuldige mich jetzt schon mal. Deck es auf. Bitte mach mal ein eigenes bitte Video darüber. Deck es auf und ich deck dich zu. Wir gucken, was heute noch so passiert. Ja, deine Witze sind so unterste Schubladenschiene. Warum halt? Ja, das hat mir gefallen. So, Leute. Also, liebe U's, ich lade das jetzt auf dem U-Kanal hoch. Ganz einfach. I don't ihr give a fuck. Macht das weiter. Ihr sollt auf dieses
Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo. Ich werde auf deinen Scheiß nicht reagieren. Also ich möchte hier auch nochmal ganz klar sagen, dass das hier kein Reaktionsvideo ist, sondern einfach mal eine Klarstellung, ein Dingsvideo ist. Also es ist halt auf jeden Fall ein Dingsvideo, ja. Es ist kein Reaction-Video, es ist ein Dingsvideo. Es ist ein Dingsvideo auf dein Reaction-Video. Das wollte ich nochmal ganz klar fest gesagt haben. Lieber Revan, an dieser Stelle nochmal, dieses ist ein Dingsvideo und kein Reaction-Video. Reagiert bitte darauf und macht es weiter. Der Sinn ist... Der Sinn ist nicht vorhanden und jetzt versucht ihr nicht irgendwas auszudenken. Dass man wenigstens schon sich darüber packt mit seiner Facecam, ist jetzt... Ich lass mir von dir nicht sagen, was ich mit meinem Dingsvideo mache. Ist bei mir auch nur ein Ausnahmezustand, dass ich meine parat habe. Also sozusagen, dass dann irgendwann alles so drüber gepackt ist und wir haben dann ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo und das wäre halt übelst krass. Und ich merke halt... Also... Wir haben jetzt halt ein Reaktionsvideo und ein Dingsvideo. Was der Rest damit macht, ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Weil, ganz ehrlich, ich gucke mir dein Video nicht an, du guckst dir mein Video nicht an, wer guckt sich dann mein Video an? Also, Dings, ne? Hat schon, dass diese Kamera steht halt übelst doof auf meinem PC rum. Ich kann da mal ein Foto von machen. Also, für die Auflösung geht es schon mal. Also, ich muss schon sagen, ich glaube, ich mache jetzt noch ein Instagram-Bild, weil es lustig ist. Oh mein Gott, ey. So. Am besten also verlinkst du dein Instagram noch in der Videobeschreibung, ey. Versuche ich das so da drauf zu nehmen? Oh, wie macht man das am besten? Es geht nicht in meinem Kopf. Wie dumm kann man sein, ernsthaft? Also, anstatt dass er das Video zu Ende macht und es dann den Scheiß macht, ey, macht er das jetzt alles hier in unser Outro rein, ey. Okay, gut. Kann ich nicht haben, sowas. Aus Ende, das lassen wir. Tschüss. Ja, okay. Ich sag jetzt hier zum Ende nochmal drei Worte. Eins, zwei, drei waren die drei Worte. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und 5 Sterne. Danke.